leckere Spinatrouladen mit gekochtem Schinken und die andere mit Lachs. Schaut euch das Video an, macht es nach, es lohnt sich. Ich mache heute eine Spinatroulade, eigentlich zwei. Eine mache ich mit Kochschinken und eine mit Lachs. Und mit Kräuterfrischkäse die Füllung und ein Drittel normalen Frischkäse. Jetzt zeige ich euch die Zutaten, die ich eigentlich für den Teig, für diese Roulade, für eine Roulade brauche. Ich nehme frischen Spinat, am besten wäre jetzt Babyspinat. Hier habe ich 220 Gramm gewaschen, geschleudert und abgewogen. 50 Milliliter Milch, 50 Milliliter Öl, in meinem Fall jetzt neutrales Sonnenblumenöl, man kann auch Rapsöl nehmen oder Mazola-Keimöl. Dann brauche ich 175 Gramm ein helles Mehl. Hier habe ich Type 405 Weizenmehl und einen halben Teelöffel Backpulver. Vier Eigelbe und vier Eiweiße, die schlage ich separat. Die kann man mit dem Handrührgerät, ich mache es in meiner kleinen KitchenAid. Und einen halben Teelöffel Salz. Also Eiweiß und Salz schlage ich separat. Und wie ich diese mache, das zeige ich euch wieder im Schnelldurchlauf, dass nicht so lange dauert. Ihr seht ja, was ich mache. Ich brauche noch einen Stabmixer, damit ich mir diese Blätter klein mixen kann. Wenn ich die Eier getrennt habe, dann heize ich meinen Backofen auf 160 Grad Ober-Unterhitze vor. Und Eiweiß habe ich jetzt schon drinnen, da kann ich jetzt auch das Salz mit rein und lasse die Maschine parallel laufen. Jetzt schlage ich das Eiweiß, mixe die Blätter mit Eier, Milch, Öl und das Mehl, das werde ich mit dem Teigschaber von Hand dann unterheben in die gemixte Masse. Jetzt ist die Masse klein gemixt. Wer einen stärkeren Blender hat von KitchenAid oder Kenwood, der kann es auch in dem machen oder Thermomix. Das ist jedem überlassen. Ich habe es jetzt heute mit diesem Stabmixer gemacht, hat auch gut funktioniert und werde es auch noch mal wiederholen für die zweite hier. Deswegen stehen die Blätter schon vorbereitet hier. Jetzt werde ich in zwei Schüben das Mehl mit dem Teigspatel unterrühren, unterheben und zum Schluss dann das Eiweiß und dann gebe ich es in mein Backblech. Da habe ich jetzt, da schreibe ich euch ins Rezept unterhalb vom Video, findet ihr die Mengen Zutaten, die genauen und findet auch die Maße vom Blech. Mein Backblech ist jetzt 32 auf 36. Ihr könnt ein x-beliebiges Backblech nehmen, es darf auch etwas kleiner sein und länger oder wie ihr es haben möchtet. Ich backe es jetzt in diesem und deswegen schreibe ich euch meine Maße mal rein. Man kann es auch ohne Rand backen. Ich denke, das ist ja wie bei einer Biskuitrolle, man kann es auch einfach auf ein Backpapier streichen. Nun ist die Masse fertig. Ich habe Eischnee vorsichtig untergehoben, einigermaßen. Jetzt verteile ich es aufs Backblech und streiche es so gut ich kann auch glatt. Und wenn ich dann glatt gestrichen habe, dann kommt es in den vorgeheizten Backofen.
etwa 15 bis 20 Minuten. Da muss jeder dann mal reinschauen, wie es bei ihm ausschaut. Am Rand darf es leicht bräunlich werden. Ansonsten, die braucht nicht so lang. Also 15 bis 20 Minuten reicht vollkommen aus bei 160 Grad Ober-Unterhitze. Ein bisschen Eischnee sieht man noch, aber ich wollte es jetzt nicht noch mehr rühren. Es soll ja ein bisschen locker werden, wie eine Biskuitrolle ähnlich. Weil ich will es ja rollen. Und das Öl, was ich reingegeben habe, ich habe 70 Milliliter Öl, nicht nur 50, hatte ich glaube 50 gesagt, aber im Rezept steht auch 70, weil das Öl, das macht es dann auch so elastisch, dass man es schön rollen kann. Das seht ihr dann, wenn ich es aus dem Ofen hole, wie ich das dann rolle. Die erste Spinatplatte ist fertig, sage ich mal. Jetzt muss ich nur aufpassen, das Backblech ist ja sehr heiß. Jetzt mache ich es immer so, ich ziehe das raus mit dem Backpapier. Das Backblech brauche ich gleich für die zweite. Dann löse ich mir hier die Ränder vorsichtig. Gebe ein anderes Backpapier obendrauf. Und wende jetzt das Ganze. Mit Hilfe eines Tortenretters. Ich habe jetzt keinen zur Hand. Ich nehme jetzt einfach das Backblech, ist doch egal. Und jetzt wende ich das Ganze. So. Jetzt ziehe ich vorsichtig das Backpapier weg. Wenn es sich nicht gut lösen lässt, bei mir lässt es sich jetzt super gut lösen, dann mach zuerst immer in der Mitte einen Riss und reißt es dann von innen ganz vorsichtig nach außen. Dann passiert nichts. Aber wenn es sich gut lösen lässt, so wie bei mir, dann kann man es auch direkt abziehen. So, jetzt ziehe ich es ab und rolle es mit dem anderen Backpapier zu einer Rolle ein. Und zwar von der länglichen Seite her. So. Jetzt habe ich mein Backpapier verschoben. Ah ja, ich konnte es noch verschieben. Mit Hilfe des Backpapiers rolle ich es jetzt ein und lasse es auch so mit dem Backpapier abkühlen. Und während diese erste abkühlt, kann ich die zweite backen. Ich habe mir den Teig ja schon gemacht. Und diese lasse ich einfach auf dem Gitter hier stehen, abkühlen. Man kann diesen Teig auch mit gefrorenem Spinat machen. Allerdings wird dann die Farbe etwas dunkler und bleibt nicht so schön grün wie hier bei dem frischen Spinat. Nun gebe ich auch die zweite in den Backofen. Ich lasse jetzt beide Spinatrollen abkühlen. Diese ist schon fast kalt. Ich
lasse aber noch eine gute halbe Stunde stehen und dann kann ich schon mit der ersten Befüllung anfangen und die ist ja jetzt noch richtig heiß. Bei mir haben beide in meinem Backofen 20 Minuten gebraucht bei 160 Grad Ober-Unterhitze. Aber schaut lieber nach 15 Minuten nach. In vielen Backöfen wird es immer schneller. Meiner braucht immer etwas länger. Ich sage es immer wieder, dass ihr wisst, dass ihr schon 5 Minuten vorher in den Backofen schauen müsst. Nun will ich die erste Spinatrolle befüllen, die ist abgekühlt. Ich zerdrücke mit einer Gabel mir den Kräuterfrischkäse und die 50 Gramm normalen Frischkäse. Ihr könnt auch nur Kräuterfrischkäse nehmen. Das kann ja jeder befüllen, wie er möchte. Ich zeige euch jetzt nur, wie ich es mache. Das verrühre ich jetzt gut. Jetzt nehme ich mir einen Spatel, damit ich es dann mit dem noch einmal durchrühre. So ein Teigschaber meine ich, einen kleinen. Dann verrühre ich das jetzt noch glatt. Nun rolle ich meine, ich gebe mir zwei Silikonmattenuntersetzer und einen Tortenretter lege ich drauf. Jetzt verschiebt sich nichts, weil das Silikon das nicht zulässt. Jetzt nehme ich mir die erste Rolle, die ich gebacken habe und rolle sie auf. Und jetzt bestreiche ich sie dann mit der Füllung einigermaßen, so wie ich kann. Und dann gebe ich gekochten Schinken drauf. Ich habe mir jetzt so ein bisschen weggeschnitten, das werde ich dann auch belegen, aber am Rand, dass ich dann einen geraden Rand habe, deswegen habe ich das gemacht. Und wie ich das jetzt befülle, das zeige ich euch wieder im Schnelldurchlauf nur. Hier lasse ich immer einen Rand frei und jetzt rolle ich von dieser Seite die Rolle auf, auch mit Hilfe des Backpapiers. Ich kann mir das ja auch wenden, dass ich mir leichter tue. So, jetzt nehme ich das Backpapier und drücke es mal fest. Und dann rolle ich es zu einer schönen Rolle und gebe dann diese Rolle auch nochmal in Frischhaltefolie und dann muss die Rolle mindestens 4 Stunden im Kühlschrank, dass sie gut durchkühlt. Oh, meine ist ein bisschen gerissen hier, habe ich zu stark gedrückt. Macht nichts, das muss ich vorsichtiger drehen. Aber vielleicht wird die zweite dann besser. Ja, ich habe ein bisschen zu arg gepresst. Dennoch sieht sie mega gut aus. So, so sieht sie jetzt aus. Und jetzt, wie gesagt, verpacke ich sie in dieses Papier und in Frischhaltefolie noch.
Nun kommt auch die zweite Rolle in den Kühlschrank. Mindestens 4 Stunden. Bei mir bleiben sie über Nacht im Kühlschrank und morgen kann ich dann schöne Scheiben, so 1,5, 2 Zentimeter große Scheiben schneiden. Und zu einem Aperitif passen diese wunderbar. Manche Leute mögen es nur mit Lachs, manche mit gekochtem Schinken. Und wer halt auf Wurstwaren verzichtet und es vegetarisch will, der kann es dann tatsächlich nur mit Frischkäse essen. Die Rolle, die ist jetzt gut durchgekühlt bei mir über Nacht. Und jetzt werde ich sie anschneiden, damit ich euch zeige, wie das Innenleben auch aussieht. Ich löse zuerst die Plastikfolie, die Frischhaltefolie. Und dann rolle ich mal das Backpapier auf. Und jetzt schneide ich an, damit wir sehen, wie es innen drin aussieht. Ganz lecker. Nun schneide ich auch die Rolle mit Lachsfüllung auf, damit ihr seht, wie die ausschaut. Und hier mache ich jetzt die Röllchen nur auf 1 cm etwas dünner. Die anderen, die habe ich jetzt bewusst 1,5 cm etwas dicker geschnitten. Man könnte sie auch noch einmal halbieren. So sieht jetzt diese Rolle aus. Die ist etwas heller, da ich nicht genügend Spinat hatte und hatte dann ein Ei, ein kleines mehr dazu gegeben. Und deswegen ist sie ein klein bisschen heller wie die andere. Und wer Lachs liebt, diesen geräucherten Lachs, der wird diese wirklich lieben. Zum Aperitif oder als Vorspeise, als kleine mit irgendetwas dazu. Schmeckt es sehr, sehr lecker. So sehen jetzt die Schinkenspinatrollen aus. Hier ist ein bisschen mehr Spinat im Teig drinnen. Und so sehen die Lachsröllchen aus. Hier ist ein bisschen mehr Füllung drinnen und ein wenig weniger Spinat, deswegen sind sie heller. Und ich habe sie dünner auf 1 cm geschnitten und hier 1,5 cm. Das kann ja jeder machen, so wie er möchte. Es ist sehr lecker. Für Gäste oder auch, ich mache es jetzt nicht für Gäste, nur für die Kinder und für die Enkelkinder. Ich bekomme ansonsten ja zu dieser Zeit keinen Besuch, aber das ist immer etwas Feines zum Aperitif, als Vorspeise. Und wir lieben einfach diese Rolle, egal ob sie mit Tiefkühlspinat, dann ist sie noch dunkler gemacht wird, oder ob sie so mit frischem Spinat gemacht wird. Mir gefällt sie wirklich mit frischem Spinat besser. Aber das ist jedermanns Sache, jeder sieht die Sachen anders. Wir lieben sie so und ich hoffe, dass das Video euch auch gefällt, dass ihr es vielleicht nachbackt. Dann wünsche ich euch wirklich gutes Gelingen dabei und ich danke euch fürs Zuschauen. Und hoffe, dass es euch auch gut gelingt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.